Ein Crash mit der Präsidentenlimousine und das mitten in Kiew. Ukraines Präsident Wladimir Selenskyj ist in einen Autounfall verwickelt gewesen. Das hat sein Sprecher bestätigt. Selenskyj war in seiner Kolonne unterwegs mit seinen Begleitfahrzeugen und dann soll ein Auto in diese Kolonne reingefahren sein. Heute Morgen, kurz nach Mitternacht, der Sprecher des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj postet auf Facebook. In Kiew kollidierte ein Fahrzeug mit dem Auto des Präsidenten der Ukraine und Begleitfahrzeugen. Sanitäter, die das Staatsoberhaupt begleiteten, versorgten den Fahrer des Autos mit Nothilfe und überführten ihn in einen Krankenwagen. Der Präsident wurde von einem Arzt untersucht. Es wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt. Die Behörden werden alle Umstände des Unfalls aufklären. Schrecksekunde für den Präsidenten. Am Tag zuvor war der ukrainische Präsident unerwartet im Osten der Ukraine erschienen. Er besuchte zum Erstaunen vieler einige der unlängst von den russischen Besatzern befreiten Dörfer. Wie etwa hier Izium. Selenskyj reiste in einem Autokonvoi. Auch in dem ostukrainischen Dorf Balaklia traf Selenskyj mit ukrainischen Soldaten zusammen. Auf dem Rückweg nach Kiew soll dann der Unfall passiert sein. Ein unbekanntes Fahrzeug soll mit dem Auto des Präsidenten zusammengestoßen sein. Selenskyj kommt mit leichten Verletzungen davon. Nur wenige Stunden später setzt auch er einen Post auf Facebook ab. Den Unfall erwähnt er mit keinem Wort. Unsere Strafverfolgungsbehörden erhalten bereits Beweise für Mord, Folter und Entführungen von Menschen durch die Besatzer. Was die Welt in Butscha gesehen hat, was wir in den nicht besetzten Gebieten von Tschernihiw und Sumy gesehen haben und was wir jetzt in der Region Kharkiv sehen, ist der Beweis für einen Völkermord an den Ukrainern, ein Beweis dafür, dass Russland nichts als Völkermord bringen kann. Genozid. Gehen wir direkt in die Ukraine zu unserem Chefreporter Paul Ronsheimer. Dort Bild-Vize auf Reisen durch die Ukraine, auch an der Front unterwegs. Paul, lass uns zunächst einmal über den Autounfall reden. Was weißt du über die Hintergründe dieses Crashs und vor allem auch, wie geht's Selenskyj? Ja, ich habe mit dem Umfeld von Selenskyj sprechen können. Man sagt, der Präsident ist wohlauf. Man wischt das so ein bisschen weg, was die Hintergründe sind. Da hüllt man sich noch in Schweigen. Es wird ermittelt. Man muss natürlich auch immer davon ausgehen, dass es einen versuchten Anschlag geben kann, geben könnte auf Selenskyj. Darauf gibt es aber bislang keine Hinweise. Das muss man so klar sagen. Vielleicht ein Hintergrund noch zum Präsidenten. Er ist ja ins Amt gekommen als ehemaliger Komiker, als jemand, der ein besseres Land, einen guten Präsidenten gespielt hat. Und dieser Präsident ist damals immer mit dem Fahrrad in die Präsidentschaftskanzlei gefahren und hat gesagt, er braucht diese großen Autokolonnen nicht. Mit dem Fahrrad fährt Selenskyj der Echte jetzt nicht mehr. Aber es ist anders als zum Beispiel bei seinem Vorgänger Janukowitsch oder auch bei Wladimir Putin in Russland, wo alle Straßen gesperrt werden, wenn der Präsident kommt. Nein, das tut er nicht. Möglicherweise wird das jetzt bald passieren.